Hallo zusammen, wir möchten euch heute zeigen, wie ihr diese flauschigen Katzenöhrchen selber herstellen könnt. Unser Tutorial ist besonders für Cosplay-Anfänger geeignet, da wir die Öhrchen ganz ohne Nähmaschine und nur mit einer Heißklebepistole herstellen. Wir hoffen natürlich, dass wir auch fortgeschrittenen Cosplayern damit eine Inspiration liefern können. Wir haben die Form unserer Öhrchen und der dazu passenden Schablonen selbst entworfen. Einen Download-Link findet ihr in der Infobox. Natürlich könnt ihr die Ohren in jeder Form machen, wie ihr sie möchtet. Für das Grundgerüst unserer Ohren zeichnen wir die Schablonen auf Moosgummi an. Wenn ihr Moosgummi kauft, werdet ihr feststellen, dass es dort verschiedene Stärken zu kaufen gibt. Kauft am besten eines mit etwa 3 mm Stärke. Dieses ist etwas besser zum Verarbeiten für unsere Katzenohren. Dann schneiden wir einfach alles aus. Bei der Rundung der Grundfläche lassen wir allerdings den hinteren Teil stehen, damit wir sie noch gut verkleben können. Jetzt wird's heiß und klebrig. Wir biegen den oberen Teil von unserem Ohr etwas in Form, um ihn dann mit Heißkleber an der Rundung der Grundfläche zu befestigen. So, den ganzen Spaß wiederholen wir natürlich auch mit dem zweiten Ohr. Sobald der Heißkleber erkaltet ist, können wir den Überstand hinten mit einer Schere abschneiden. Wenn vorne etwas übersteht, könnt ihr auch diese Teile abschneiden. Stabilisiert danach die innere Form des Ohrs noch einmal ein wenig mit Heißkleber. So, als nächstes kommt unser super flauschiges Kunstfell zum Einsatz. Ihr könnt euch natürlich die Farbe aussuchen, die euch am besten gefällt. Beim Aufzeichnen müsst ihr natürlich auf die Laufrichtung des Fells achten. Das Fell läuft immer zur Spitze und niemals davon weg. Wir gehen so vor wie bei dem Moosgummi auch, erst aufzeichnen, dann ausschneiden. Der nächste Schritt ist etwas schwer zu erklären, aber ich hoffe, die Bilder sind aussagekräftig genug. Wir schneiden nur die Fellbasis durch und nicht die einzelnen Haare des Fells.
Hier müsst ihr dann etwas langsamer und Schritt für Schritt vorgehen, aber dafür sehen eure Ohren nachher auch toll aus. Und weiter geht's mit Heißkleber. Seid bei den Schritten mit Heißkleber auch immer ein bisschen vorsichtig, nicht, dass ihr euch die Finger verbrennt, das ist nämlich sehr unangenehm. Wir legen unser Ohr mittig auf das Fell und schauen erstmal, wo die Position ist, wo wir es hinlegen. Danach nehmen wir es wieder hoch, machen eine Schicht Heißkleber auf die äußere Rundung und kleben es dann mittig auf das Fell. Dann machen wir auch noch Kleber auf die vorderen Kanten und kleben das Fell bündig fest. Unser rosanes Innenfell kleben wir jetzt in die innere Rundung des Moosgummiohrs. Jetzt machen wir noch mittig auf das Moosgummiohr einen Heißklebepunkt und kleben den Innenteil fest. Wir setzen mittig auf das äußere Fell einen Punkt Heißkleber und formen daraus eine Spitze. Jetzt streichen wir das innere Fell ein bisschen zur Seite, damit wir die äußeren Kanten noch festkleben können. Seid hier aber wieder besonders vorsichtig.
Auch hier wiederholen wir den gleichen Spaß mit dem zweiten Ohr und wieder passen wir gut auf, dass wir uns nicht die Finger verbrennen. Der letzte Schritt, und damit haben wir es dann auch endlich geschafft, ist, dass wir die Krokodilklemmen unter den Ohren befestigen. Auch das passiert wieder mit Heißkleber. Beim Ankleben der Krokodilklemmen solltet ihr darauf achten, dass der Heißkleber nicht die Krokodilklemmen verklebt, da ihr diese dann natürlich nicht mehr öffnen könnt. Auch solltet ihr diese etwas weiter am Rand anbringen, um diese nachher noch problemlos öffnen zu können. So, wir hoffen natürlich, dass euch unser erstes Tutorial ein wenig gefallen hat. Sollte dies der Fall sein, dann lasst uns gerne einen Daumen hoch da. Aber auch wenn ihr Kritik oder Lob habt, schreibt diese gerne in die Kommentare. Bilder von euren gebastelten Öhrchen könnt ihr uns gerne auf unserer Facebook-Seite schicken. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachbasteln. Alle verwendeten Materialien findet ihr natürlich auch nochmal in der Infobox.